Heute ist ein Tag für die Spezialisten hier im Pro Cycling Manager 2022 Weltcup der Saison 2022 in der ersten Liga. Wout van Aert führt diesen Weltcup an. Es hat lange gedauert, bis der belgische Top-Favorit für diese Ausgabe die Führung übernommen hat. Jetzt, nach Rennen 5, hat es endlich geklappt. Und heute wartet das Zeitfahren auf uns. Der Chrono de Nations, 48 Kilometer, flaches Einzelzeitfahren und damit Stage 6 von 10 bei diesem Weltcup. Die Favoriten sind der zweite von Milano Sanremo, Remco Evenepoel. Dann eben Wout van Aert, der Titel- oder der Trikotverteidiger, sagen wir es so. Filippo Ganna, ja, der Top-Favorit hier auch im Zeitfahren. Stefan Küng ist mit dabei. Kasper Asgreen haben wir dabei. Stefan Bissegger ist am Start, genauso wie Primoz Roglic, Rohan Dennis, Geraint Thomas und der letzte Träger des Weltcup-Trikots, Tadej Pogacar. Ich würde sagen, wir gehen ins Rennen und dann geht's gleich los mit dem Zeitfahren und Rennen 6 in diesem Weltcup. Bis gleich. So, startfrei ins heutige Rennen. Der Weltcup geht in Runde 6 und damit in das Zeitfahren. Chrono de Nations über 48 Kilometer. Bevor wir diesmal ins Rennen starten, gehen wir erstmal rein in die Strecke. Es beginnt mit einem kleinen Hügel, ansonsten die Strecke größtenteils flach. Also richtig was für die Zeitfahrspezialisten. Und da können wir mal gespannt sein, wer hier beim Erstliga-Weltcup, wo ja wirklich die besten Fahrer der Welt aufeinandertreffen, dabei sein wird. Wir sind gespannt. Bevor wir richtig reingehen ins Rennen, noch schnell die Übersicht auf die bisherigen Stände nach der Hälfte des Weltcups. Michael Woods sehen wir hier, der Kanadier von Israel Premier Tech. Heute mit Sicherheit keiner der Favoriten. Trotzdem schauen wir uns jetzt erstmal die Stände an. In der Einzelwertung führen da im Weltcup also Wout van Aert aus Belgien von der Jumbo-Visma-Mannschaft. Er führt mit einem knappen Vorsprung von 15 Punkten vor Mathieu van der Poel. Allerdings muss man sagen, kommt ihm das heutige Rennen schon ziemlich entgegen. Denn Zeitfahren ist eine durchaus eine Spezialität von Wout van Aert, während van der Poel da noch nie großartig aufgefallen ist. Also wird wahrscheinlich eher ein schwieriger Tag für den Niederländer. Tadej Pogacar auf Rang 3 im Weltcup und Primoz Roglic auf Rang 4. Die beiden Slowenen, die können auch sehr gut Zeit fahren. Insofern darf man gespannt sein, was heute die Gesamtwertung des Weltcups angeht. Platz 5, Cort Nielsen, gefolgt von Bilbao, Van Baarle, Alaphilippe und Sagan. Evenepoel auf Rang 10 aktuell und der zählt ja heute auch zu den Top-Favoriten auf den Sieg. Dann haben wir noch die Teamwertung, auf die schauen wir natürlich auch mal kurz rein. Jumbo-Visma haben wir dort auf dem ersten Platz vor UAE, Team Emirates und Quickstep Alpha Vinyl. Dann Bahrain Victorious auf 4 und die Ineos Grenadiers auf dem 5. Rang. Und natürlich schauen wir auch nach ganz unten, denn da geht es um den Abstieg in die zweite Liga. Und die Abstiegsplätze beinhalten momentan Movistar, Bike Exchange, Jayco und Cofidis. Aber wenn wir eins gelernt haben in den letzten zwei Saisons, in denen wir den Weltcup schon gemacht haben, dann, dass das Zeitfahren alles, aber wirklich alles durcheinander hauen kann. Und insofern schauen wir mal. Ich habe auch noch mal kurz in die Historie geguckt von diesem Einzelzeitfahren, von diesem Chrono de Nations, der schon seit Beginn des Weltcups dazugehört. Wir hatten ja früher einen anderen Rennkalender im Weltcup. In den letzten Saisons war es ja immer so, dass die Erstliga vor allen Dingen große Rennen hatte, wie Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich. Die zweite Liga dann eher so zweitklassige Rennen, sage ich mal, wie rund um Köln beispielsweise. Und eben auch diesen Chrono de Nations. Und da hatten wir sehr, sehr interessante Resultate zum Teil. Beispielsweise in der Saison 2020, da war es in der zweiten Liga das letzte Rennen. Damals gewann Andreas Leknesund aus Norwegen von der UNO-X-Mannschaft von Johan Le Bon und Ruben Fernandez. Das waren damals die Top 3. In der letzten Saison, also 2021, gewann überraschend Mauricio Moreira von der Mannschaft EFAPEL vor Victor Campenaerts und Kamil Gradek. Also Moreira damals mit einem riesigen Erfolg für sich und für seine Mannschaft EFAPEL, der damit der Klassenerhalt in der zweiten Liga gelang. Mittlerweile 2022 fährt die Mannschaft hier unter dem Namen Glass Drive, war auch wieder in der zweiten Liga mit dabei
Und in der zweiten Liga konnte dieses Jahr den Crono Nations David de la Cruz gewinnen vom Astana-Team. Wieder mal vor Mauricio Moreira für Glass Drive. Und dritter war Alexei Lutsenko. Ja, und in der dritten Liga hatten wir diese Saison auch schon den Crono de Nations. Und da war das Resultat Jakub Otruba, der hat da gewonnen von der Mannschaft Elkov vor Oscar Sevilla. Für den waren ja die Weltcups in den letzten zwei Saisons nicht immer so von Erfolg geprägt. Hier war er mal ganz vorne mit dabei. Und auf Rang 3 war Ben Dibble aus der Mannschaft Ukio. Das also die Resultate der letzten Saisons. Und damit schauen wir rein in das heutige Rennen. Wir haben bereits die ersten Zeiten, die ersten auch ja, zunehmende Zeiten, würde ich mal behaupten. Geraint Thomas, bislang mit der schnellsten Zeit im Ziel, 55 Minuten und 28 Sekunden hat er gebraucht für diese 48 Kilometer hier. Und hier haben wir Magnus Kort-Nielsen, wie gesagt, Fünfter im Gesamtklassement des Weltcups bislang. Insofern ja, ein spannender Kandidat, 76 hat er im Zeitfahren, also auch gar nicht mal so übel. Da kann man mal abwarten, was er im Ziel hinbekommt. Ich habe hier gerade mal die doppelte Geschwindigkeit drin. Wir spielen also gerade im Zeitraffer. Also wie gesagt, Thomas ganz vorne, dahinter ein ganz interessanter Mann, nämlich Primoz Roglic, Vierter in der Gesamtwertung des Weltcups, nur 75 Punkte hinter Wout van Aert. Also es ist unwahrscheinlich, dass er heute diesen Weltcup die Führung übernimmt, aber er könnte seinem Teamkollegen nochmal auf die Pelle rücken, aktuell Zweiter. Dritter Jonas Vingegaard, ebenfalls Teamkollege von Roglic und von Van Aert. Auf Rang 4 Dylan van Baarle, der ist auch mittlerweile sehr gut platziert im Weltcup. Platz 7 aktuell. Auf Rang 5 Richie Porte, dann Yves Lampaert, Nils Polit. Okay, ich ändere meine Meinung. Damiano Caruso, dann Nils Polit, Robert Stannard und Simon Yates. Das sind die aktuellen Top 10. Aber da wird sich mit Sicherheit noch einiges ändern. Einige Zeitfahrspezialisten kommen ja noch. Und auf die sind wir natürlich sehr gespannt. Magnus Kort-Nielsen, der Mann von EF Education Easy Post, ist jetzt gerade an der 10-Kilometer-Marke vorbei. Vor ihm Caleb Ewan, der Sprintexperte von Team Lotto Soudal. Und mittlerweile kam Mats Pedersen ins Ziel. Auf Rang 7 liegt der Däne. Und das ist natürlich... Ja, es kommen noch ein paar Starter, also hat nichts zu heißen. Die Top 20 kriegen ja Punkte, insofern wäre jetzt momentan der letzte Matej Mohoric. Aber ich wette, der fällt gleich raus aus den Punkterängen, wenn hier Magnus Kort-Nielsen durchs Ziel fährt. Letzter Kilometer für den Dänen und da ist er drin. Platz 8 erstmal für Kort-Nielsen. Rémi Cavagna mit einer sehr starken Zeit. Dritter Platz für den Franzosen aus der Quickstep-Mannschaft. Damit also Kort-Nielsen jetzt auf Rang 9. Cavagna neuer Dritter. Und jetzt warten wir auf Tom Dumoulin, den nächsten von Jumbo-Visma. Und der beendet ja seine Karriere. Letzter Weltcup für Dumoulin. Und da schafft er nochmal eine richtig gute Zeit. Platz 1, 6 Sekunden nochmal schneller als Geraint Thomas. Kann er vielleicht sogar diesen Weltcup gewinnen? Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Dani Martinez kommt jetzt rein. Kolumbianischer Meister im Zeitfahren ist er. Und landet hier nur auf Rang 22 mit einer Minute 50 Rückstand. Also schon mal ein ganz schönes Paket, was er mitbekommt. Hier haben wir Peo Bilbao, den aktuellen Sechsten im Weltcup. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine gute Zeit hier schafft mit seinen 71 im Zeitfahren. Das ist doch eher unwahrscheinlich. Nikias Arndt, auch eher ein Außenseiter bei diesem Rennen, genauso wie Carthy. Der nächste, der wirklich ernstzunehmend ist, das ist Kasper Asgreen. Wir werden trotzdem mal schauen, wie sich Bilbao hier schlägt. Ich lasse jetzt mal bei Mal 2. Ich hoffe, das ist für jeden hier okay. Wir können es ja vielleicht nochmal bei den wichtigsten Startern dann später auf Mal 1 umändern. So, jetzt also gleich Peo Bilbao. Ich bin mal gespannt, ob er es unter die Top 20 schafft. Nico Denz ist aktuell 20. Und den verdrängt er nicht. Platz 25 für Peo Bilbao. Also meine Einschätzung war da schon ganz richtig, dass der hier keine Chance hat auf Punkte. Kasper Asgreen, wie gesagt, jetzt der nächste wichtige Fahrer. Dann Warren Dennis, auch kurz dahinter. Chris Froome haben wir hier von Israel Premier Tech. Aranburu, Boasson Hagen. Der war auch mal ein ernstzunehmender Zeitfahrer. Das ist eigentlich schon länger her. Und ja, Arensmann ist nicht schlecht. De Gendt, Almeida. Also, so langsam aber sicher kommen dann auch die ganz, ganz großen Namen hier. Wobei einige ja durchaus auch schon im Ziel sind. Von diesen ganz großen Namen.
Kasper Asgreen, der hat sich gerade mal Hugh Carthy oder Hugh Carthy geschluckt. Wir machen wieder mal zwei. Es sind ja noch 10 Kilometer jetzt für Asgreen. Bis ins Ziel. Man merkt so ein bisschen, ne, wenn man hier so meinen Radsport aufmerksam verfolgt. Aktuell haben wir es wirklich mit einer Renaissance der dänischen Fahrer zu tun. Also Vingegaard sehen wir hier unter den Top 10. Pedersen, Kurt Nielsen, Wallgren, auch ein guter Fahrer. Der ist zwar jetzt nicht mehr unter den Top 10, war vorhin aber auch schon mal drin. Also viele, viele Dänen, die sehr, sehr stark unterwegs sind. So, der Video Formulo kommt jetzt rein, dahinter Arnaud Lully und dann Kasper Asgreen. Und der kommt jetzt ins Ziel und unterbietet die schnellste Zeit von Tom Dumoulin, aber sowas von 27 Sekunden schneller als der Niederländer, der ehemalige Zeitfahrweltmeister. Das ist mal wirklich ein Wort. 54:54 ist die Zeit von Asgreen. Na, und jetzt schauen wir mal, was der australische Meister hier auf die Straße bringt. Rowan Dennis kommt jetzt ins Ziel. Sehr großer Zeitfahrspezialist und das merkt man hier. 5 Sekunden nochmal schneller als Kasper Asgreen und damit neuer Führender im Chrono de Nations. Damit also Stand jetzt. Dennis, neuer Führender vor Asgreen und Dumoulin. 4. Thomas, 5. Roglic, 6. Cavagna, 7. Vingegaard, dann Van Baarle, Richie Porte und Yves Lampert. Das sind die Top 10. Ja, warten wir mal auf die Zeit von Christopher Froome. Immerhin war der ja auch mal ein sehr, sehr großartiger Zeitfahrer. Das ist eigentlich schon ein bisschen her. Seit seinem Sturz ist ja seine Leistung allgemein nicht mehr die gleiche wie früher. Schauen wir mal rein. Chris Froome auf Rang 66, 4,39 sein Rückstand. Und Aran Buru auch weit weg von Gut und Böse. Warten wir mal auf die Zeit von Edvald Boasson-Hagen. Das könnte eventuell schon der letzte Starter sein von Total Energies. Ich schaue gerade mal, wie viele Fahrer hier noch unterwegs sind. Nicht, dass wir hier jetzt gleich schon den letzten unterwegs haben. Ah, ein paar kommen schon noch. Alles klar. Boasson-Hagen schauen wir uns an. Ich gehe nicht davon aus, dass er es weit nach vorne schafft. Wenn er unter die Top 20 kommt, wäre es in meinen Augen schon ein Erfolg. Boasson-Hagen auf Rang 44. Ganz, ganz weit weg von den Top 20. Also, wie gesagt, die Zeiten, in denen Boasson-Hagen richtig, richtig guter Zeitfahrer war, die sind schon ein bisschen um, muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, sollen wir uns mal auf Arendsman konzentrieren? Thymen Arendsman aus Niederlanden, immerhin 75 im Zeitfahren. Könnte hier auch eine ordentliche Zeit schaffen, Top 10 mit Sicherheit nicht, aber vielleicht mal irgendwas in den Top 20, ich weiß es nicht. Warten wir es mal ab. Und jetzt kommt der DSM-Profi auf die Ziellinie. Und schafft's knapp, fast sogar Top 10. 12. Platz, 1,49 sein Rückstand. Und jetzt kommt Joao Almeida von UAE Team Emirates, der Portugiese. Auch ein sehr guter Zeitfahrer. Dann warten wir mal ab, was der hier für eine Zeit auf die Straße pinselt. 8. Platz, 1,14 der Rückstand. Damit langsamer als Jonas Vingegaard, aber schneller als Dylan Van Baarle. Als nächster also Alberto Bettiol. Wo kommt der rein? Der schafft es auch weit nach vorne. Top 10, Platz 10 aktuell. Ganz knapp hinter Dylan Van Baarle. Und als nächster jetzt also Julien Alaphilippe auf der Straße. Hat schon mal ein Zeitfahren bei der Tour de France gewonnen. Just saying. Landet hier auf einem stabilen 14. Platz. Zwischen Pedersen und Arendsman reiht er sich ein. Na, und hier starten noch einige richtig, richtig große Namen. Und wir warten mal auf den ersten davon, der so richtig big klingt. Mathieu van der Poel, wie gesagt, ja, immerhin 75 im Zeitfahren hat er, aber meiner Ansicht nach jetzt nie so wirklich als Zeitfahrer in Erscheinung getreten. Wir können ihn ja mal beobachten. Immerhin Zweiter im Weltcup ist er ja, also nicht zu unterschätzen, muss man sagen. Sondern schauen wir mal, wer hier noch alles unterwegs ist. Und okay, das sind die letzten Starter. Wir haben Filippo Ganna, den ja hier nur als italienischen Meister fahrenden. Dann Wout van Aert, führender im Weltcup, deshalb das Trikot. Stefan Küng, Remco Evenepoel, dann Stefan Bissegger, Tadej Pogacar, Viktor Kampenaerts, Søren Krah Andersen, Matteo Sobrero, Bauke Mollema, Max Schachmann, Max Walscheid und dann eben Van der Poel. Also jetzt kommen wirklich die großen, großen Namen, kann man sagen. Mass jetzt erstmal im Ziel, der ist natürlich weit weg
von den Top 20. Dann warten wir auf Connor Swift. Ich denke, der schafft es auch nicht in die Top 20. So ist es. 49. Pierre Latour als nächstes von Total Energies. Ja, immerhin Platz 18. Aber ich denke mal, dem wird er verlieren. Jan Tratnik, jetzt der nächste im Ziel. Ordentliche Zeit. 7. Platz mit 1:09. Und damit jetzt der Fahrer at risk. Der letzte Deutsche, der hier noch vorne mit ist, nämlich Nils Polit. Der könnte noch einen Punkt für Bora Hansgrohe erhaschen, müsste dafür aber Platz 20 verteidigen. Und ich denke mal, Jungles und Van der Poel haben gute Chancen, um ihm diesen Platz streitig zu machen. Jetzt kommt erstmal der luxemburgische Meister Bob Jungles rein, Platz 54 und Van der Poel Platz 11. 11. Platz also für Mathieu Van der Poel. Ganz, ganz, ganz knapp. Langsamer als Van Baarle und ein bisschen schneller als Bettiol. Da reiht sich also Van der Poel ein. Jetzt Max Walscheid. Vielleicht kann er nochmal die deutsche Flagge aufs Tableau bringen. So ist es. Platz 16. Maximilian Richard Walscheid von Cofidis mit dem 16. Platz. Und dann haben wir noch Maximilian Schachmann, der hier eine weitere Platzierung schaffen könnte. Naja, immerhin 19. Ob das allerdings so viel Bestand hat, wird sich zeigen. Jetzt der niederländische Meister, Bauke Mollema. Und der mit einer richtig guten Zeit. Platz 10 für den Trexiger Fredo-Fahrer. Richtig stark. Damit also jetzt erstmal Top 10 und so viele kommen ja nicht mehr. Jetzt kommt Matteo Sobrero von Bike Exchange. Der ist jetzt drin, Platz 17. Damit Schachmann wieder raus aus den Top 20. Und dann haben wir jetzt noch Kra Andersen, Kampenaerts, Pogacar, Bissegger, Evenepoel, Kögen, Van Aert und Ganna. Also nicht mehr viele. Kra Andersen jetzt erstmal, der nächste Däne. Mit einer super starken Zeit. 10. Platz, nochmal schneller als Bauke Mollema. Dann Viktor Kampenaerts von der Lotto-Soudal-Mannschaft. Der war hier ja schon mal für Kubeka ganz weit vorne. Hier allerdings reicht es nur in Anführungsstrichen für Platz 10. Aber immerhin, Viktor Kampenaerts, 10. Platz erstmal. Das heißt, Punkte sind schon mal sicher. Tadej Pogacar kommt jetzt ins Ziel. Ja, mäßige Zeit. Platz 18 nur mit 1,37. Damit Walscheid raus aus den Top 20. Und jetzt Stefan Bissegger im Ziel. Und der ist nochmal richtig schnell. 3. Platz, 6 Sekunden hinter Warren Dennis. Jetzt Remco Evenepoel. Der könnte diese Zeit schlagen von Dennis. Macht er auch. 15 Sekunden schneller als Rowan Dennis, Remco Evenepoel, der neue Spitzenreiter. Und jetzt kommen noch 3 Fahrer, die ihn vom Thron stoßen können. Stefan Küng beispielsweise, richtig schneller Mann aus der Schweiz. Nur 2., 7 Sekunden hinter Evenepoel. Und jetzt der Weltcup-führende Wout van Aert. Was kann er hier anrichten in diesem Zeitfahren? Eine Menge, eine richtige Menge. 23 Sekunden schneller als sein Landsmann. Und damit führen da ja nur noch Filippo Ganna. Könnte ihm den Sieg wegschnappen. Schafft er das? Nein, schafft er nicht. 2 Sekunden langsamer ist Filippo Ganna am Ende. Und damit gewinnt also der Weltcup-Führende, auch wenn er das Trikot jetzt hier nicht trägt, Wout van Aert, den Chrono de Nations. Glückwunsch an Van Aert, der hier mit seinem Vorsprung natürlich auf wirklich imposante Art und Weise ausbaut. 2. Filippo Ganna, 3. Remco Evenepoel, dann Stefan Küng und Rohan Dennis mit sehr, sehr starken Leistungen. Kasper Asgreen auf 6, Stefan Bissegger auf 7, Tom Dumoulin in seiner Abschiedstournee nochmal mit einem Top-10-Ergebnis hier. Thomas auf 9 und Primoz Roglic schnappt sich den 10. Rang. 11. Cavagna, 12. Tratnik, dann Vingegaard, Almeida, Kampenaerts, Kra Andersen, Mollema auf 17, 18. Van Baarle, 19. Bettiol und auch Mathieu van der Poel schnappt sich immerhin noch einen Punkt. Aber der große Gewinner des Tages ist natürlich Wout van Aert, der hier nicht nur den Sieg, sondern weitere 100 Punkte im Weltcup sich einverleibt und damit richtig viel gut macht gegen Van der Poel, gegen Pogacar, der gar nicht gepunktet hat, gegen Roglic, der aber auch sein Teamkollege ist. Ja, und ich glaube, so ist es. Weder Bilbao noch Kornisen. Van Baarle hat ein paar Punkte gesehen, aber jetzt auch nicht so viele. Also es dürfte in Sachen Weltcup richtig, richtig rosig aussehen jetzt für Wout van Aert. Schauen wir doch mal rein. So, da wären wir also hier nochmal das Resultat des heutigen Tages. Wout van Aert also mal wieder mit einer Masterclass, holt sich hier den Sieg und damit den 2. Sieg in Folge und die nächsten 100 Punkte für sich und sein Team. Und damit schauen wir mal ganz unverhohlen auf die
Statistik, das ist die Übersicht der Fahrer und der Punkte, die sie pro Rennen geholt haben und damit auch gleich, ja, brauchen wir keinen Spannungsbogen machen, ne? Wout van Aert weiterhin vorne, im Gegenteil, er baut sogar seinen Vorsprung aus, hat jetzt über 100 Punkte Vorsprung auf seinen größten Konkurrenten. Und das ist Mathieu van der Poel auf Rang 2. Tadej Pogacar bleibt Dritter, während Primoz Roglic ein paar Punkte sammelt und auf Platz 4 steht. Remco Evenepoel verbessert sich jetzt auf einmal Fünfter. Sechster Magnus Kortnielsen, siebter Pe Bilbao, achter Van Baarle, neunter Askren, der heute auch gut Punkte gesammelt hat. Und zehnter Julien Alaphilippe. Also viele neue Namen, die hier auf dem Tableau nach oben gewandert sind und viele bereits bestehende Fahrer, die hier in der Rangliste relativ weit oben waren, haben heute gar keine Punkte gesammelt. Ja, dann in der Teamwertung, Jumbo Visma natürlich mit diesem großartigen Resultat weiterhin vorne, vor allen Dingen Van Aert, aber auch Roglic und auch Vingegaard haben Punkte geholt, Dumoulin nicht zu vergessen. Also es war ein richtig gutes Resultat für diese Mannschaft. Rowan Dennis auch bei denen im Team, von daher richtig viel Punkte gesammelt. Zweiter UAE Team Emirates, auch wenn die heute nicht viele Punkte gesammelt haben. Und dritter Quickstep Alpha Vinyl, auch die haben heute nicht super viel Punkte gesammelt, aber ein bisschen was. Ineos Grenadiers verbessert sich auf Platz 4, während Bahrain Victorious einen Platz verliert und jetzt Fünfter ist, allerdings alles verschmerzbar. Groupama FDJ und Alpecin Phoenix verlieren weiter Punkte, verlieren weiter Boden. Also ich denke mal, diese Mannschaften sind im Rennen um den Gesamtsieg schon mal raus, aber so wie das aussieht, wird das sowieso Jumbo Visma gewinnen, wenn man sich hier diese ganzen Punkte mal anschaut. Ja, EF Education, Israel Premier Tech, Lotto Soudal, Trek Segafredo, auch Total Energies und durchaus auch Arkea Samsic dürfen sich aktuell im sicheren Bereich wähnen. Dann Bora Hansgrohe, die erste Mannschaft, die so langsam Richtung Abstieg gucken muss. Ajeu Désert und DSM jetzt auf dem Nicht-Abstiegsplatz mit 45 Zählern. Die haben heute auch nochmal ein paar Punkte gut gemacht. Und weiterhin unten drin Movistar, Bike Exchange und Cofidis. Na, und da müssen jetzt langsam Punkte her, wenn sie nicht absteigen wollen. Vielleicht ja schon im nächsten Rennen. Vielleicht ja schon bei Lüttich, Bastogne, Lüttich. Und natürlich sind es nach 6 Rennen, nicht nach 7 Rennen. Da war ich schon auf dem nächsten Tabellenplatz. Nee, ja. Aber nächstes Rennen gibt es dann in der nächsten Folge. Dann Rennen Nummer 7, nämlich Lüttich, Bastogne, Lüttich. Schauen wir mal, wie das wird. Und dann sage ich bis dahin, macht's gut und ciao, sagt euer Fritte.